Spanische Jugendliche, die in deutschen Handwerksbetrieben nach dem dualen System ausgebildet werden. Das ist seit 2013 im Rahmen eines internationalen Ausbildungsprojektes Alltag in der Region Mittelrhein. Langfristig vorbereitet, startete die HWK Koblenz vor 2 Jahren als bundesweites Pilotprojekt eine länderübergreifende Ausbildungsinitiative mit Spanien. Die geht nun in die 2. Runde. Denn nach dem Auftakt in technischen Ausbildungsberufen werden ab Herbst 2014 16 Jugendliche aus Spanien zum Bäcker, Konditor oder Fleischer ausgebildet. Der 23-jährige Juan Josef Sena Antoni aus der Region Valencia absolviert im Vorfeld seiner Ausbildung aktuell ein Praktikum in der Koblenzer Bäckerei Kleins Backstüffje. Wie Betrieb und Jugendlicher über die geografische Entfernung von 1700 Kilometern zueinander fanden, erklärt Ausbilder Frank Klein so. Wir haben voriges Jahr in der Zeitung gelesen, dass da Spanier nach Deutschland kommen und hier ihre Ausbildung machen. Und da haben wir uns direkt ans Telefon gegangen, haben direkt angerufen, haben gesagt, Handwerkskammer, sowas hätten wir auch gerne, wir wollen das ausprobieren. Und ja, die ersten Erfahrungen mit dem, den wir jetzt bekommen haben, sind nur positiv. Anfangs natürlich die sprachlichen Schwierigkeiten, aber das, was wir tun können, können wir ja ihm vorzeigen. Wir können sagen, mach das so und so und zeigen es ihm und er macht es dann nach. Mit Englisch kommen wir schon ganz gut klar und ansonsten mit Händen und Füßen. Ein bisschen Deutsch lernt er auch schon. Er kommt schon und sagt guten Morgen, wenn er reinkommt. Also er ist bestrebt, das auch hinzubekommen, dass wir da alle miteinander kommunizieren können. Mit der Ausbildung des Spaniers verbindet Frank Klein auch die Erwartung, spanische Rezepte kennenzulernen. Ich erhoffe mir ja auch, dass ich vielleicht auch das eine oder andere spanische Rezept irgendwann mal von ihm bekomme. Weil ich habe nämlich gehört, dass seine Oma und Opa früher eine Bäckerei hatten. Bereits nach einer Woche des 3-monatigen Praktikums ist Klein von seinem Schützling so überzeugt, dass er ihn langfristig als Lehrling gewinnen möchte. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Unterschrift unter dem Lehrvertrag, die an diesem Tag vorgenommen wird. Die Bäckerei sichert sich so ihre Fachkräfte von morgen. Für Juan bedeutet das ein Stück Planungssicherheit für sein weiteres Leben, was aber auch den Abschied von der Heimat und der Familie einschließt. Es ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man sein Heimatland und die Familie verlässt. Wenn man sich aber weiterentwickeln und Chancen nutzen möchte, muss man Kompromisse eingehen. Schon nach einer Woche weiß er auch um die Unterschiede zwischen deutschem und spanischem Bäckeralltag. Produkte werden hier im Einzelnen und in reiner Handarbeit hergestellt und man sieht die einzelnen Zutaten noch und verarbeitet sie. Das ist bei uns anders. Für die spanischen Jugendlichen ist das Handwerk und das persönliche Umfeld am Mittelrhein Teil der neuen Heimat. Dabei kommt dem Projekt der Handwerkskammer Koblenz eine besondere Rolle zu, das koordiniert, organisiert und weiterhilft, wenn es irgendwo mal klemmt. Das Programm Movi Pro wurde letztes Jahr von der Bundesregierung ins Leben berufen. Es ist ein europäisches Austauschprogramm, um halt die Jugendarbeitslosigkeit in Europa, in den anderen Ländern etwas zu bekämpfen und die Möglichkeit zu geben, beispielsweise in Deutschland eine Ausbildung zu absolvieren. Wir sind als Handwerkskammer Koblenz im letzten Jahr schon frühzeitig als einer der ersten, als Vorreiter mit eingestiegen. Es waren 16 junge Spanier, die bei uns überwiegend in technischen Berufen mit einer Ausbildung begonnen haben. In diesem Jahr, in 2014, starten wir jetzt ganz gezielt in den Nahrungsmittelberufen. Wir haben 16 junge Spanier und Spanierinnen, die als Fleischer, als Bäcker oder in den entsprechenden Verkaufsberufen hier in Deutschland mit einer Ausbildung im September beginnen wollen und derzeit sich hier bei uns in den Betrieben befinden und ein Praktikum absolvieren. Maßgeblich beteiligt und als Projektpartner von Anfang an mit im Boot ist die Agentur für Arbeit. Wir haben sehr frühzeitig mit der Handwerkskammer zusammengearbeitet, schon letztes Jahr, als es um die erste Gruppe der spanischen Azubis ging und sind natürlich auch jetzt wieder mit an Bord. Unsere ZAV in Bonn war auch mit in Spanien, um die entsprechenden Jugendlichen auszuwählen. Ja, wir versuchen schon bei der Auswahl dabei zu sein, sind dann natürlich auch bei allen Schritten dabei, bis die Jugendlichen von Spanien nach Deutschland kommen. Da ist ja auch ein Sprachkurs vorgeschaltet. Und auch wenn sie dann hier sind, erfahren sie Unterstützung über das Programm MobiPro EU. Aus Sicht der Projektpartner ist eine ideale Situation entstanden. Das Handwerk kann neue Fachkräfte ausbilden. Für die Spanier bietet das deutsche Handwerk interessante Perspektiven.
Ich denke, es ist eine Win-Win-Situation. In Spanien suchen junge Menschen eine Ausbildung und finden sie teilweise nicht. Und wir hier in Deutschland brauchen junge Menschen, die wir zu Fachkräften ausbilden können. Von daher profitieren alle davon. Die Spanier bekommen eine gute Ausbildung im dualen System. Die deutschen Betriebe bekommen die benötigten Auszubildenden. Und selbst wenn die jungen Menschen dann nach erfolgreicher Ausbildung nicht hier bleiben und in ihr Heimatland zurückgehen, sind sie aber gute Botschafter der dualen Ausbildung. Für Bäcker Juan steht die Ausbildung noch bevor. Für Kfz-Techniker Sascha Velage ist die Geschichte. Der 20-Jährige aus Königsfeld in der Eifel absolviert aktuell den Meistervorbereitungskurs bei der Handwerkskammer Koblenz und hat nicht nur den Meisterbrief als Ziel. Denn mit ihm verbindet sich eine weitere Motivation, mit der sich eine Wette mit Vater Siegfried verbindet. Ich habe damals meine Gesellenprüfung bestanden und dann ist eine Wette abgeschlossen worden mit meinem Vater über Klaus. Und man hat damals, oder wir haben beide damals gesagt, wenn ich 2014 bestehe, dann gehört Klaus mir. Und seitdem bin ich dann, seit 2013 bin ich dann auf der Meisterschule gewesen, habe Teil 3 und Teil 4 gemacht. Bin jetzt an Teil 1 und Teil 2 dran und hoffe, dass ich dieses Jahr 2014 dort bestehe, damit ich dann Klaus in meinem Besitz habe. Schafft Sascha 2014 seine Meisterprüfung, wechselt ein besonderes Familienstück vom Vater auf den Sohn, um das es in der nächsten Ausgabe von HWK-TV geht. So, dass die alle beiden Schulen keine Praxistage mehr haben jetzt zurzeit. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Ich mache euch einen Vorschlag, ich mache den Vertrag mit den Schülern fertig und ihr schickt mir die trotzdem einen Tag die Praxistage. Zwei nicht. Genau so wollen wir es. Das sind 80. Die eine hat das natürlich schon sehr schade. Ja. Ist halt, es ist ein harter Kampf. Ne? Ja. Also ich muss sagen, gerade was Arbeit anbetrifft jetzt mal, bin ich halt auch wirklich aufgeregt. Haben Sie auch und aus Spanien für den Bau. Dann habe ich sofort auf Telefon gegriffen und haben kurz gesprochen, dann im Telefon habe gesagt. Ja, man muss auch wirklich sagen, also auch für uns. Außer im Jahr haben wir längere Ausbildung. Wir haben dieses Mal speziell Nahrungsmittel.